Wir sind hier heute bei einem Caravan-Center. In der Halle hier hinter mir, da werden Wohnwagen und Wohnmobile verkauft. Die Halle wird im Moment mit Gas-Dunkelstrahlern beheizt, hat so 2.500 Quadratmeter, wird im Winter auf 20 Grad gehalten. Und das sind so die klassischen Gebäude, wo man immer sagt, wie soll man da denn bitte schön auf erneuerbare Energien oder Wärmepumpen umstellen? Das geht doch gar nicht. Wir haben auch tatsächlich kein Wärmeverteilsystem, keine Heizkörper- oder Fußbodenheizung. Wir haben es trotzdem gemacht, beziehungsweise man muss eher sagen, unser Kunde ist den Weg gegangen und hat gesagt, ich möchte aber auf erneuerbare Energien umstellen. Und wie das funktioniert, das gucken wir uns jetzt mal an. Das Soma Caravan Center hat sich für eine Erdwärmeheizung entschieden. Eine Erdwärmeheizung gilt als eine der effizientesten Wärmepumpen überhaupt. Für die Nutzung der Erdwärme haben wir 11 Tiefensonden mit einer Tiefe von jeweils 190 Meter unter der großen Parkplatzfläche erstellt. Gleichzeitig haben wir schon die späteren Versorgungsleitungen verlegt und ins Gebäude geführt. Der neue Heizungsraum entsteht im Außenbereich. Hierfür haben wir uns einen wärmegedämmten Container bestellt, welcher später noch mit Holz verkleidet wird. Die komplette Montage der Heizungstechnik konnte so bei uns an der Werkstatt erfolgen. Das war logistisch schon ein großer Vorteil. Sämtliche Heizungsleitungen und auch die Sohleseite konnten so schon montiert werden. Als Sohleseite bezeichnen wir übrigens die Leitungen, die mit den Erdsonden verbunden werden. Früher war das tatsächlich mal Salzwasser, also Sohle. Heute nutzt man natürlich ein Wasser-Frostschutzgemisch. Wie bei jeder anständigen Doku brauchen wir am Ende natürlich auch ein bisschen Zeitdruck, damit es spannend wird. Der neue Heizungsraum mitsamt aller Technik wurde so ins 30 Kilometer entfernte Warendorf transportiert. Etwa 5 Tonnen bringt der Container mitsamt der Technik und dem Heizungswasser auf die Waage. Jetzt zeigt sich, ob wir im Vorfeld genau genug gearbeitet haben und ob die Anschlüsse alle passen. Ganz fertig waren wir aber noch nicht. Im Gebäude musste jetzt noch das neue Wärmeverteilsystem aus Edelstahl installiert werden. Wir haben uns für Deckenkonvektoren von Kampmann entschieden, welche mit niedriger Vorlauftemperatur optimal mit den Wärmepumpen zusammenarbeiten und mit der Anlage auch passiv kühlen können. So, wir sind jetzt hier im neuen Heizungsraum. Einen Heizraum an sich gab es nämlich vorher auch nicht. Und neben mir steht der Joshua Ebeling, der hat die Anlage gebaut, ist hier der bauleitende Monteur gewesen. Ja, jetzt haben wir ja heute auch die alten Gas-Dunkelstrahler von den Decken montiert und die sind mit einem großen Bogen in einer großen Mulde gelandet. Wie ist es denn für dich, an der Energiewende mitzuarbeiten? Ja, ist für mich immer ein sehr gutes Gefühl, eine weitere Gasheizung vom Netz zu nehmen. Und das ist auch der Grund, warum ich mich damals für diesen Beruf entschieden habe, quasi einen Schritt in die Zukunft zu machen und schädliches CO2 einzusparen. Ja, ist ein gutes Gefühl, ne? Ja, sehr gut. Wir haben ja den Container, den Heizcontainer bei uns in der Werkstatt komplett vorgefertigt. Und wir haben ja hier diese Anschlusspunkte, einmal hier für die Heizung und auf der anderen Seite einmal für die Sohle. Und da war es dann schon eine ziemliche Herausforderung, dass man auf der Baustelle die Anschlüsse auch genauso baut, dass das hinterher oben drüber gestülpt auch passt, oder? Mhm. Wie oft hast du nachgemessen? 5 bis 6 Mal. Und hat es am Ende gepasst? Ja, auf jeden Fall, auf den Millimeter genau. Ja, sehr der schön. Plan war exakt und das Team hat auch gut gearbeitet.